Hallo meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein wunderschönes Duftpaket von meiner lieben Käthe Kumila. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, sie macht nämlich auch YouTube-Videos, das sie mir zu meinem Geburtstag geschickt hat. Mein Geburtstag ist schon ein bisschen länger her, aber ja, ich hatte das jetzt einige Zeit hier stehen und jetzt komme ich endlich dazu, euch das Video abzudrehen. Ich habe es hier, entschuldigt, neben mich hingestellt, einfach weil es so groß ist und ich das nicht auf den Tisch heben möchte. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich es jetzt hier so von der Seite nehme. Ich lege mir immer ein paar Sachen hier hin, dass wir gemeinsam durchschnuppern können. Da wird auch meine Wachsmagie-Bestellung dabei sein, denn wir haben zusammen bei Wachsmagie bestellt. Wir bestellen eigentlich fast überall meistens zusammen. Und einen Teil davon hat sie mir zum Geburtstag geschenkt, den anderen Teil habe ich mir bestellt und ja, jetzt zeige ich euch mal die Schätzchen. Angefangen. Boah, Leute, ich dachte, die ist doch verrückt, die Frau. Oh mein Gott. Tada! Zwei Bath and Body Works Produkte. Body Produkte. Ich muss sagen, ich hatte noch niemals eine Handseife von Bath and Body Works und erst recht keine Body Lotion. Ich bin unfassbar gespannt. Die Handseife ist von Warm Vanilla Sugar. Den Duft kenne ich ja, den liebe ich sehr. Ich bin so gespannt. Und erst dachte ich irgendwie, der Flakon wäre so verknickt. Aber der ist nicht verknickt, der ist so ein bisschen, seht ihr, so ein bisschen schräg. Es gibt echt eine crazy Optik. Entschuldigt, meine Lieben. Kurzer Hustenanfall. Ja, finde ich sehr schön. Lasse ich auch zu, rieche ich jetzt nicht dran. Und hier haben wir einmal den Open Sky als Body Cream. Ich habe gerade mal geguckt, ob hier irgendwo die Duftkomponenten stehen. Ah ja, hier. Wo ist das auf Deutsch? Auf Deutsch gibt es natürlich nicht. Fresh Blackberries, Sunrise Violet and Vanilla Clouds. Also frische Brombeeren, Sunrise Violet. Was sind Violettpfeilchen? Ja, und Vanillewolken. Klingt sehr lecker. Und der Duft ist sehr schön. Also obwohl es ja so ein bisschen so eine florale Note hat mit den Pfeilchen, ist der wirklich toll. Und jetzt, da ich ihn euch gezeigt habe, kann ich die Sache noch endlich mal benutzen. Ach, so schön vanillig. Aber dass es eine Blackberry ist, das rieche ich gar nicht so. Für mich hat es auch so einen leicht aquatischen Touch. Aber auch diese Verpackung, Leute, mit dem Roségold. Und ach, dann ist das so wie so ein Wald und hier oben so ein kleines Aquarellbild. Also das ist mal, das nenne ich Packaging, Leute. Wunderschön. Gefällt mir unfassbar gut. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, dass ich jetzt einfach mal ein paar Bodywax-Produkte habe. Yay! Dankeschön, mein Schatz. Sowieso Dankeschön, mein Herz, für dieses wunderschöne Geburtstagsgeschenk. Ich habe mich sehr drüber gefreut. So, weiter geht's. Dann hat sie mir eingepackt von Ice Flower Birthday Cake, Lemon Crazy und Sweet. Könnt ihr nicht lesen. Sweet irgendwie was. War anscheinend mal eine Custom. Ist nämlich von so einer Hibiskustafel. Boah, die sehen ja auch immer so toll aus bei Sylvie, gell? Guckt euch das an. Sehr hübsch. Oh, und der ist interessant. Lemon Crazy, der ist Lemon Crazy, aber kein so ein Kloreiniger Lemon, sondern so richtig geil Lemon Cake mäßig mit dem Birthday Cake und Sweet irgendwie was. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Teste ich sehr gern mal den Duft. Jetzt fängt er schon an, ein bisschen weich zu werden. Upsi. Aber richtig, das ist echt Lemon Crazy. Krass. Aber gefällt mir sehr gut, weil solche Zitronenkuchendüfte habe ich mittlerweile auch für mich entdeckt. So, weiter geht's. Dann hatten wir noch so ein süßes, habe ich noch so ein süßes Badesalz von Balea mit drin. Baden kann ich immer rund um die Uhr den ganzen Tag. Ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Augenpads in den Kühlschrank, auf die Augen. Wunderbar, also nicht auf die Augen, unter die Augen. Aber mag ich sehr gerne mit Kollagen. Können wir in meinem Alter jetzt auch gut gebrauchen hier, gell? Meine beste Freundin, gell, Leute? Schenkt die mir eine Bodylotion, steht drauf für reife Haut. Soll ich so ziehen, willst du mich wegverarschen?
Ich habe so gelacht. Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe das gekauft, was gut gerochen hat. Ich so, danke, für reife Haut. Eieiei, ich habe tolle Freundinnen, sag ich euch. Dann war natürlich noch eine sehr süße Geburtstagskarte mit dabei. Und eine Gesichtsmaske, finde ich immer sehr cool. Die sieht auch irgendwie so total fertig aus, auch mit Hyaluronsäure und Grüntee. Kann man gut gebrauchen. Ich liebe sowieso so Gesichtsmaskengedöne. So, ich guck mal. Ah, dann war das hier noch drin. Ist das so süß. Das passt irgendwie heute zu mir. Hier so die Fuchsfarbe und der hat so einen Strickschal an. Ja, das ist so ein Handwärmer, so ein Taschenwärmer. Sehr süß. Da klickt man dann dieses Metallplättchen, dann wird das fest und dann ist das warm. Ich hatte es mal als Teenager immer auf dem Schulhof, aber sonst habe ich das ewig nicht benutzt. Finde ich mega cool. Und dann auch noch mit dem Fuchsi da drauf. Mich sehr gefreut. So, lasst mich mal schauen. Ich glaube, das war es so an so blutige Düne. Dann haben wir hier Überraschungsduft von, ich glaube, das war Wachsmacherei. Ja, so ein Schokoladencupcake vorne drauf. Und ich meine, der hat auch schön schokoladig gerochen. Ja, also das ist wirklich so ein schöner schokoladiger, kakaoiger Duft. Ich meine, so ein Ticken Kokos zu riechen, also so ein bisschen wie so ein Kokos-Schoko-Cupcake. Ist ein toller Duft, gefällt mir sehr. Kommt in der Küche in die Lampe. Finde ich cool. Leute, wenn ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, ein Cupcake-Duft, da wäre ich schreiend weggerannt. Aber jetzt mag ich ja ein bisschen Foodie-Düfte, ne? Ach, ihr Süßen. Dann haben wir hier Ewiges Eis von In The Mood. Ich glaube, ich hatte die alle mal ein bisschen angeschnuppert, aber noch nicht alle durch. Deswegen, ich kann mich eh nicht mehr erinnern. So eine Hälfte. Das ist der Eisbärenkopf, wie witzig. Ja, und der ist schön. Man riecht, dass das ein Winterduft ist, also er hat was Kaltes. Ich meine mir einzubilden, ich rieche auch was leicht Nadeliges. Aber nichts Unangenehmes. Was Fruchtiges noch, vielleicht in so eine Cranberry-Richtung. Der ist echt interessant. Den teste ich sehr gerne mal und den kann ich auch jetzt noch reinwerfen. Obwohl der so eine leicht nadelige Note hat, zum Testen werfe ich den jetzt mal noch in die Lampe rein. Dann habe ich hier eine Düftelprobe von Wachsmagie Sweet Sensation. Also ich habe das jetzt auch nicht geordnet. Ich greife da einfach rein und dann seht ihr ja, was von meiner Wachsmagie-Bestellung ist, was nicht. Ja. Der hat auch irgendwas mit Lemon. Lemon und irgendwas Florales. Interessant. Interessant. Bin ich mal gespannt, was da so drin ist, wenn sie den rausbringt. Dann haben wir hier Wachsmacherei Lavendel in Rose, in Rosé. Da gab es auch diese tolle Box. Ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich sie nicht bestellt habe. Oh, ist das schön. Ist das ein schöner Lavendel-Rosenduft? Ganz wunderbar. Eine leicht krautige Lavendel, aber irgendwas Süßes noch mit drin. Und so einen ganz floralen Ticken von der Rose. Also ich rieche nicht explizit, dass es eine Rose ist, aber was hellblütiges, also irgendwelche hellen Blüten. Sehr schön und intensiv. Ich merke aber gerade, ich kriege irgendwie Kopfschmerzen. Ich denke, das liegt am Wetter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Kopfschmerzen hat, Düfte riechen, ist immer ein bisschen schwierig. Mal schauen, ob sich das jetzt noch verbessert. Ansonsten muss ich mich leider ein bisschen beeilen. Duftmädchen, Sternchen, Feuer. Den kenne ich gar nicht von Claudi. Oh, der ist aber schön. Der hat aber schwere Blüten, irgendwas schwer Florales.
leicht kuschelig. Ist schön. Schöner Duft. Gefällt mir. In the Mood. Lavendel liebt Vanille. Da hat Sandra ja so eine tolle Lavendelbox rausgebracht. Ich habe jetzt auch gerade beim Restock bei ihr wieder bestellt. Oh ja, und der ist auch schön. Es ist aber auch wieder so ein bisschen so eine leicht krautige Lavendel. Aber die Vanille macht das richtig schön rund. Und das ist irgendwie auch so ein dickes Stück. Gefällt mir sehr, werde ich sehr gerne testen. Geht auch immer. Also so Lavendeldüfte kann ich immer das ganze Jahr über düfteln. Ich glaube, hier ist noch was Lavendeliges. Ah nee. In the Mood. Outer Space. Ja, da hatte ich schon dran gerochen, der ist mir gar nichts. Boah. Der ist floral, grün und nicht meins. Dann Snow Mermaid von Soul Fragrances. Von Claudie, so ein kleines Clamshell. Ich glaube, den kenne ich auch nicht. Habe ich nämlich auch nicht selber bestellt. Boah. Süß. Kleines Meerjungfrauenschwänzchen da drin. Und der ist schön. Der ist logischerweise minzig. Ein Ticken aquatisch. Ich weiß nicht, ob es der Name sah, wegen dem Namen ist, aber er ist leicht aquatisch. Ein bisschen so eine Kaschmirnote. Sehr schön. Gefällt mir auch gut. Finde ich, kann man auch immer düfteln. Also das ist jetzt für mich kein nur Winterduft. Dann Wachsmacherei Velvet Dreams. Oh, entschuldigt. Meine Nase, wenn ich so viel gerochen habe, kratzt die ein bisschen. Und was ist Velvet Dreams? Ich weiß nicht wieso, aber hier rieche ich Wachs. Ich rieche noch irgendwas Süßliches, aber hauptsächlich rieche ich hier Wachs. Und eigentlich habe ich das bei der Wachsmacherei-Düften nie. Was süßlich-vanilliges rieche ich? Muss ich mal warm testen. Muss ich mal warm testen. So, ich sehe nämlich jetzt hier schon, was drin ist. Und dann versuche ich immer erstmal die Nicht-Wachsmagie-Sachen zu kriegen. Iceflower Breakfast after Christmas. Eieiei, guck mal, hier ist ein Weihnachtsmann, wie cool. So ein Riesenbrocken, Heiland, Katrin. Wie lange soll ich denn davon düfteln? Guckt euch das Riesenviech hier an. Mega cool. Ja, und auch mehrfarbig gegossen. Und der hat eine Kaffeenote. Ich bilde mir ein, so eine Marmeladennote zu riechen. Wahrscheinlich irritiert mich jetzt der Name total. Aber er ist cool. Kaffee, aber so ein schwarzer Kaffee ohne Milch und ohne Zucker. Dazu aber vielleicht irgendwie so was Cremiges, was Vanilliges. Den teste ich mal. Sehr interessant, muss ich echt sagen. Ich glaube, ich hatte den das erste Mal geschnuppert, hat er mir nicht so gefallen. Aber jetzt? Ach, und sie hatten mir doch von ihren Bath & Body Works Kerzen was abgegossen. Und da ist der You're the One. Und ich weiß nicht mehr, mit irgendjemandem von euch lieben Duftnasen hatte ich auf Instagram neulich über den geschrieben. Ich habe es vergessen, mit wem. Entschuldige bitte. Weil das ist einer, der wohl mit Erdbeere und Rose ist. Wenn ich es jetzt nicht ganz vertausche, aber ich meine ja. Ach, und der ist schön, Leute. Der ist echt sehr schön. Der ist wundervoll. Und das ist der mit Erdbeerenrose. Der hat keine Foodie-Note oder irgendwas. Sehr schöne Rosenblätter, aber keine pinke Rose, sondern für mich eher eine rote Rose. Schöner Duft. Ganz, ganz wunderbar, aber sehr intensiv für mich. Sehr intensiv, diese zwei Stücke, die Katrin mir hier abgegossen hat. Sehr schön. Gefällt mir gut. Werde ich mir zulegen. Fürchterlich immer dieses angefixte Kinder. Was war das? Dann In the Mood Design Hey Sweetie.
Geht auf den Goodie. Ja. Ja, warum nicht? Kann man machen. Die stecht so ein bisschen süßigkeitenartig. Aber ganz nett. Ich glaube nämlich echt, ich mag auch mittlerweile recht süße Düfte. Gucke ich mir gern an. Ah ne, das ist Wachsmagie. In the Mood. Lavendelteig. Oh Leute. Da habe ich schon dran geschnuppert. Der ist so krass. Der ist so schön. Also ich finde auch, Sandras Lavendeldüfte haben immer so eine ganz, ganz besondere Note. Wenn ich Lavendeldüfte rieche, weiß ich meistens genau, aha, der ist von Sandra. Ich kann euch das nicht mal erklären, was das ist, aber anscheinend hat die so ein spezielles Öl, dass man das unter vielen Lavendeldüften wiedererkennt. Und hier auch mit dieser Teignote, Leute. Ist der Hammer. Ehrlich, es ist wunderschön. Ganz, 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 ganz toller Duft. Also Lavendel mit Foodie, Rose mit Foodie. Kommt her, Leute, ich nehme alles. Gefällt mir mittlerweile sehr. Oh, den möchte ich auch bald andüfteln. Ich glaube, den lege ich mal raus. Den mache ich mir heute in die Küche rein. Den mache ich mir in die Küche rein. Danke, dass du mir von dem Schätzchen abgegeben hast, Katrin. Den lege ich mir nämlich jetzt nebenhin. Den düftel ich heute mal an. So. Wachsmacherei Lavea. Davon hast du mir, glaube ich, schon mal was rein. Und das ist einfach irgendwie nicht so meiner. Mm-mm. Dann haben wir hier Duftmädchen Pink Cotton. Oh, das ist aber interessant. Mal gespannt, ob der in die Pink Cotton-Richtung geht. Er ist anders. Er ist auf jeden Fall anders. Und er gefällt mir, glaube ich, auch einen Ticken besser, weil der schön süßlich ist. Der ist süßlich. Der hat ganz klar diese Cotton-Note sehr stark auch. Aber sehr angenehm. Nicht so was Stechendes. Gefällt mir auch sehr gut. Dann hat... Mensch, jetzt... Was haben wir hier? Neapolita. Heißen die so? Ich kann es immer nicht aussprechen, diese komischen kleinen Waffeln da. Ja. Ja. Der ist, glaube ich, von Duftmädchen. Ja. Nicht so meins. Dann haben wir hier, mir fällt jetzt ein, den habe ich bei der Kasse bestellt. Wo hast du den, Herr Kastrin? Hast du den auch bestellt? Nämlich der Cashmere Glow. Der ist wunderschön. Einer der wunderschönsten Kaschmirdüfte, die mir je unter die Nase gekommen sind. Ach, wunderbar. Ganz, ganz toll, pudrig. Kaschmir. Wunderschön. Wunderschön hatte ich die letzten Tage auch noch im Schlafzimmer an. Ganz toller Duft. Den werde ich aber weitergeben dann, weil ich habe ja selber genug davon. Aber richtig schön. Ich weiß auch schon, wem ich den rein tue. Muss ich mal hier drüben hinlegen, weil sonst verbuddel ich den wieder. Ihr kennt das bestimmt. Dann haben wir hier in The Mood Design stundenlang quatschen. Den kenne ich schon. Der ist mit Kaffee, aber den finde ich klasse. Danke, dass du mir davon nochmal was eingepackt hast. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Obwohl er mit geröstetem Kaffee ist, gefällt er mir. Dann haben wir hier in The Mood Design süßer Lavendelteig. Hieß der andere Lavendelteig? Ja, und der hier heißt süßer Lavendelteig. Hä? Ist das jetzt der gleiche? Weil der sieht doch optisch gleich aus. Das ist doch derselbe. Süßer Lavendelteig und Lavendelteig? Katrin, ich bin verwirrt. Please help me. Ja, für mich riechen die gleich. Ist das beides derselbe? Hä? Schick mir nachher mal ein WhatsApp, wenn du das Video gesehen hast, Schatzi. Oder ich schreibe dich nachher nochmal an. Komisch. Ist richtig, ist wunderschön. Ehrlich, finde ich sehr gut. Aber dann darf der auch weiter wandern, wenn das die gleichen sind. Ich brauche ja keine zwei Stücke davon. So, Bath and Body Works Japanese Cherry Blossom. Auf den war ich sehr gespannt. Ja, und der ist sehr schön. Ein ganz toller Cherry Blossom Duft. Aber nicht so schön wie der von
Village von Village. Ja. Ganz, ganz typisch normaler Cherry Blossom Duft. Ist schön, aber ich habe meine Village und die gefällt mir besser. Aber schöner Duft. So, dann haben wir hier Duftmädchen Federleicht. Ich glaube, den hatte ich auch nicht selber bestellt. Der ist auch schön. Was Süßliches. Was Kuscheliges. Vielleicht auch was leicht Grünes. Aber schön. Gefällt mir gut, kann ich mir auch super im Bad vorstellen. Und Claudis Düfte funktionieren auch in der elektrischen Duftlampe, also von daher sehr schön. Nee, das ist eine Düftelprobe von Wachsmagie. Schneekugel von Blaukatz. Kenne ich, glaube ich. Kenne ich den nicht. Oh, das ist ein schöner Duft. Hat auch wieder so eine Cotton-Leinen-Note. Auch total süß, diese kleinen Sterne hier zweifarbig mit Glitzer oben. Gefällt mir. So ein bisschen so ein frische Wäsche-Moment. Aha, hier ist mal was von Higgeby. Marshmallow Chocolate. Von Higgeby weiß ich ja nicht, ob ich da mal bestellen soll, ne, Leute? Und der ist schön. Der ist echt schön. Ich sehe nämlich Higgeby jetzt wieder, also sehr oft auf Insta. Und ich glaube, viele von euch mögen die auch gerne. Die Düfte. Ja, und der ist interessant, der Marshmallow Chocolate. Könnte wegen mir noch ein bisschen eine stärkere Schokonote haben, aber sehr schön mit dem Marshmallow. Hoppala. In the Mood Design. Sandelholz liebt Lavendel. Ach. Wunderbar mit dem Sandelholz. Kuschelig, parfümig, krautige Lavendel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Banana Cabana. Weiß ich gar nicht, woher der ist. Sagt mir nichts, steht auch keine Gießerin drauf, vielleicht irgendwas Handmade-mäßiges von irgendjemanden. Aber sehr interessant. Ist eher so eine Bananenblüte vielleicht, so was Florales. Auch ein ganz Ticken Banane, aber wirklich nur Mini-Ticken. Und irgendwoher kenne ich den Duft. Gefällt mir aber ausgesprochen gut. Dann haben wir hier Wachsmacherei Blooming Orchid. Oh, der ist auch schön. Der ist aber toll, Leute. Aber eher so ein herbstlicher Duft für mich. Ihr habt hier holzige Noten, was Apfeliges. Die Apfelnote ist schon sehr dominant. Gefällt mir. Sehr schön. Toller Duft. Obwohl, ich glaube, der Apfel, das geht auch jetzt noch. Muss ich mal schauen. Den muss ich schnell aufbrauchen, weil der mir sonst zu nichts mehr für den Frühling ist. So, dann noch was Abgegossenes. Rosewater Meringe. Oh, die Kerze hätte ich ja so gerne, Leute. Bei den habe ich schon geschnuppert und der ist sehr geil. Hat Katrin mir auch abgegossen. Ach, ist der schön. Ganz toll, diese Rosennote. Mit Meringe. Leicht auch vielleicht vanillig. Der ist schon extrem geil. Extrem geil. Gefällt mir. Dann haben wir hier Iceflower Coconut Milk and Lavender mit Black Coconut und Butterkekse. Butterkekse, Leute. Gute Kokonat, gute Kumila. Mensch. Nee.
macht ihr denn mit Kumila, Leute? Könnt ihr doch keine Butterkekse reinmachen? Nein. So, mal hier noch. Winter Romance von Claudi. Ich liebe ihn. So ein wunderschöner Winterrosenduft. Herrlich. Dann haben wir Cuban Sunset von In the Mood. Ich mag ja so Düfte. Ja, und auch den finde ich klasse. Nochmal so eine Tabakblätternote ein bisschen. Was leicht Kokosmäßiges. Sehr schön. Und natürlich so eine Sunset, also so eine Amber-Sandelholz-Note ist auch noch dabei. Wachsmacherei Strawberry Frosted Cupcake. Oh, kann ja nur lecker sein. Und das, was sie mir abgeschnitten hat, sieht einfach aus wie so ein kleines Kuchenstück. Guck mal, wie putzig. Boah, und ist der schön. Lecker. Wunderbar. Richtig, also wirklich dieses, das riecht sehr authentisch. Wie so ein richtig geiler Cupcake mit so Erdbeer-Vanille-Frosting. Yummy. Also hätte mir jemand von einem Jahr Strawberry Frosted Cupcake irgendwo eingepackt, ich wäre wirklich, wäre schreiend davon gerannt. Aber das ist lecker. Mein Duftgeschmack hat sich sehr verändert. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch ein paar Sachen. Fairy Garden von Wachsmacher Magie. Der hat so eine, weiß nicht wieso, der hat so eine Plastiknote. Wie dem auch sei. Goose Creek Cool Island Coconut? Heißt der so? Hoppala. Der ist mir eine Spur zu aquatisch. So. Ah, hier ist noch was. Oh, von Burgin. Schokocroissant. Hast du doch heute in deiner Story gezeigt. Ich kannte den Duft nicht. Danke, dass du ihn mir reingelegt hast, Katrin. Ja, und der ist schon lecker. Der ist schon sehr lecker. Yummy. Auch so eine schöne herbe Schokonote. Nicht so eine ganz süße, schön herb. So, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich nur noch Wachsmagie hier drin. Ne? Ja. Ja. So, fangen wir mal an. Weil ein Teil davon hat mir Katrin geschenkt und ein Teil habe ich selber bestellt. Love Me Tender. Ich habe gar keine Duftbeschreibung mehr. Keine Ahnung, Leute. Love Me Tender. We will see. Oh, Love Me Tender gefällt mir aber gut. Hat zwar so einen leichten Oma-Ticken. Lavendel, pudrig. Aber gefällt mir. Schöner Duft. Schön leicht, nicht mehr so schwer. Schön nach Frühling. Gefällt mir. Den mag ich. Dann haben wir hier Molly und Sam aus dieser Love Collection, die sie da gemacht hatten. Und der gefällt mir nicht. Das ist, ich weiß nicht genau, was da drin war mehr. Aber der riecht sehr nach günstigem Aftershave. Und diese ich meine, da wäre eine Tabaknote noch mit drin. Aber die Tabaknote riecht nicht wie so angenehme Tabakblätter, sondern die erinnert mich an kalten Rauch. Wirklich an kalten Raucherrauch. Und das gefällt mir in Kombination leider überhaupt nicht. Schade. Dann haben wir hier Lemon Marshmallow Buttercream. Ihr seht, Leute, ich bestelle Foodie-Düfte.
Und das ist eine Lemonnote, Kinder. Die erschlägt einen. Den muss ich mal warm testen, ob dann wirklich dieses Marshmallow und Buttercreme ein bisschen mehr rauskommt. Weil so haut der euch einfach nur richtig um die Ohren. Und der hat auch schon einen leichten Reinigercharakter. Kann mir aber vorstellen, dass der warm noch mal was kann. Also dem gebe ich auf jeden Fall sehr gerne eine Chance. Dann haben wir hier Caitlin und Joe. Ich bin da nicht up to date, wer was hat und was das für Filme sind, Leute. I don't know. Und der gefällt mir auch nicht. Ja, man riecht so eine Papiernote. Ich meine, das war irgendwas mit Papier. Aber was anderes Stechendes hat er an sich, was mir gar nicht gefällt. Nee. Puh. Also, falls ihr das Video seht und falls ihr diese beiden tauschen wollt, Leute, falls ihr die liebt, gerne melden, weil die finde ich... Nein. Dann, auf den hatte ich mich ganz besonders gefreut, auf den Amber Flash. Schaut euch diesen Brocken an, Leute. Wow. Den bin ich sehr gespannt. Wunderschönes Melt. Steht auch einfach Wachsmagie drauf. Unten drunter ist so ein Talé oder Tal. Talé heißt das, glaube ich. Talet. Tat. Und der Duft ist. Oh, der ist wirklich zum Niederknien. Der ist sehr schön. Das ist eine richtige Amberbombe. Die haut euch ins Gesicht. In Verbindung mit diesem süßen Granatapfel. Und da meine ich auch noch Tabakblätter rauszuriechen. Der hat nämlich so eine Tabaknote, aber so eine schöne. Der ist toll. Der ist richtig, richtig toll. Was Parfümiges, was Wohliges. Und dieser frische Granatapfel da drinne. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr schöner Duft. Genau meins. Feiere ich richtig. Finde ich mega gut. Juhu! Der gefällt mir. Ich muss dann auch alles wieder sortieren in meinen Boxen. Endlich kommt bei Wachsmagie jetzt noch mal ein bisschen was dazu, weil ich hatte alles radikal weggedüftelt. Kommen wir zum Nachtfalter. Den bin ich auch gespannt. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, wie die alle rochen, weil gerochen haben. Und den Nachtfalter finde ich schön. Der gefällt mir, der hat Lavendel, der hat was Cremiges, ist aber, glaube ich, nicht so ganz mega intensiv. Hat ein bisschen was Pudriges. Ist ein schöner Duft. Kein jetzt so ein besonderer wie der Amber Flash, aber er ist schön. So. Dann kommen wir zum Calm Down. Das ist so ein riesiges Melt auch wieder. Ein Herz mit hier oben wie so eine Brosche drauf. Und den finde ich ganz, ganz furchtbar. Der riecht, also ich mag Oma-Düfte, Leute. Ich liebe Oma-Düfte, aber der hier. Boah. Jetzt stoße ich hier schon dran, Entschuldigung. Boah, der ist nichts für mich. Mm-mm. Ich weiß nicht, was das da drin ist. Irgendwas ist extrem störend. Und das haut euch so in die Nase rein. Nee. Nee. Sehr schade, aber no. Also, ich hätte schon 3 Kandidaten zum Abgeben. Nein. Und der letzte im Bunde ist der Rose Meadow. Ich mag ja diese Melts, die hier so, diese kleinen Diamantherzen. Die finde ich ja immer sehr schön. Die kann man schön in 2 teilen. Und der ist auch wieder sehr schön. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe da schon einen rausgenommen. Das war der, hieß der Sugared Rose?
fällt nämlich jetzt ein, dass der fehlt. Und der war richtig schön. Der war unfassbar schön. Ein ganz toller Rosenduft. Hat mir sehr gefallen. Und auch der Rose Meadow hier ist sehr schön. Ich finde, der hat noch so was süßlich-fruchtiges. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Teste ich sehr gerne. So, dann hatte ich noch ein paar Lutscher mit drinne. Genau. Das war mein riesen Geburtstagspaket von meiner süßen Katrin. Ich danke dir, Liebes. Es war mir eine Freude, das auszupacken. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kann ich endlich alle Schätzchen andüfteln und benutzen. Ich danke dir von Herzen, meine Süße, und hoffe, dass wir uns ganz bald in echt mal wiedersehen, weil wir uns ja jetzt schon so lange nicht gesehen haben. Und ich vermisse dich. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ich euch einfach mal so zeige, was ich von Katrin zum Geburtstag bekommen habe. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern ein Abo und ein Like da. Macht's gut!